Wusstet ihr eigentlich, dass eine Packung Chips so viel Kalorien hat wie 5 kleine Flaschen Red, kleine Dosen Red Bull? So. Nein. Ach, fahr mal noch einen raus, dann kann man, glaube ich, etwas besser sehen. Dahin. Ach komm. Auf der Seite wird das jetzt schwer. Soll mal wieder was essen? So, jetzt wird mal geguckt. Dadurch, dass wir... Nee, wir sind 4 und wir sind hier... Ja, jetzt muss ich in der Wende einen schmaler machen. Und ob das dann noch gut aussieht. Auf jeden Fall verbindet dieser Turm hinterher 2 Eckpunkte unserer Stadt. Oh, mein Magen. So. Aber zumindest haben sie das mit dem Fallschaden wieder etwas eingegrenzt. Das hat mich ja gewurmt, richtig. Daran ist ja unsere Eisenrüstung eigentlich auch kaputt gegangen. Dass wir ständig für jeden Scheiß Fallschaden bekommen haben. So, nächste Ladung. So, bisher ist der Turm ja nur mehr oder weniger ein Hohlkörper. Das ist halt das bloße Fundament. Sehr hohes Fundament diesmal. Wenn wir mit dem Cobblestone hinkommen, ist eine andere gute Frage. So, jetzt ziehen wir ihn noch 2 Reihen raus. Da bleibt eine Lücke. Ah, jetzt muss ich von hier nachdenken. 1, 2, 3, 4... noch einer rein. 1, 2. 1, 1, 2. So. Das ist jetzt quasi so der prophylaktische Monsterschutz auch, den wir eigentlich immer sonst haben. Der wird halt hier gemacht, weil das ist hier so eine Zwischenplattform, auf der man sich dann auch frei bewegen können wird. Inklusive der Gang nach unten, der hier hinkommt. Und so bleiben dann die Monster hier brav dran hängen. Und damit haben wir das bloße Fundament unseres Turms fertig. So. Also wir bauen unsere Türme wirklich auf ganz verschiedene Art und Weise, wenn man so mal guckt. Dort hinten in der Ecke der eher eckige Turm, nur aus Cobblestone. Hier oben das, ich sag mal, das Kunstwerk von Turm. Dann unsere sehr interessanten Türme, die wir dort in der Wüste platziert haben. Stimmt, unsere Türme sind auch nicht auf der Karte drauf. Wir sollten uns dringend noch eine zweite Karte machen, die ein bisschen kleiner ist. So. So, erstmal rein provisorisch setze ich mal hier ein paar Fackeln drauf. Können wir nämlich weiterbauen, ohne dass uns irgendwas stört. So.
So. Ob da ist jetzt... Irgendein Fehler ist jetzt drin. 3. Hier haben wir 4. Dann wird er aber verdammt klein. Ich gehe jetzt noch eine kleiner machen. Dann machen wir lieber noch eine größer. Warum hänge ich eigentlich an dem 4 so? Machen wir es... Machen wir es so. 1, 2... Da müssen wir eh. Hä? Versteht das mal einer? Vielleicht, wenn wir mal hier Fackeln hinstellen. Hier haben wir einen Abstand von... 2 dazwischen. Hier haben wir einen Abstand auch von 2. Wenn ich den noch dazu rechne. Das heißt, das hier ist die richtige Wand. Das heißt, wenn ich es jetzt so mache, hätten wir es richtig. So. Da müsste dann unser Eingang hin. Der darf dann ruhig etwas dicker sein. So. Hier allerdings auch nur, bis das erreicht ist. Ja, es wird so ein kleiner spitzer Popelturm hier. Man hat mir die Turmmittel gestrichen. Jetzt müssen meine Türme klein und mickrig sein. Schön, dass wir hier unten noch ein bisschen Wasser haben, in das wir hinterher reinplanschen können. So, jetzt bauen wir einfach mal... Ah, da ist ein Zombie, aber auch so viele Creeper. Ja, aber so hoch sollte das Türmchen ungefähr sein, dass wir hier locker mal über den Berg gucken können. Also ich sag mal noch 10 Reihen. Dann haben wir's. Oh, der Berg ist doch höher, als ich dachte. Warum wir hier schon wieder einen Wachturm brauchen... Fragt einfach nicht. Ich baue gerne Türme. Also lasst mich. Und es wird ja auch ein ganz einfacher und wie ihr seht auch schnell zu bauender Turm. Und wie kommen wir hier runter? Ah, ich habe eine Idee. So, wir bauen jetzt noch so lange, bis uns der Sand ausgeht. Und um runterzukommen, buddeln wir uns dann durch den Sand einfach wieder durch. Am besten auch immer dran denken, dass ich den gleich mit hochziehe. Ach ja, übrigens, da kommt auch noch eine Umrandung drumherum. Ja, ja, das ist ja klar. Es fehlt noch der Weg zum Hafen. Der kommt, wird dann hier dran schließen und dann direkt dort andocken. Hier an der Ecke. Wird dann allerdings aus Holz sein. Und was machen wir hier in der Mitte rein? Ja, es werden bestimmt nochmal Farmen kommen. Also ich denke nicht, dass wir jetzt alles an Nahrungsmitteln haben, was jemals kommen wird. Von daher ist doch mal schön, auch noch ein Fleckchen freies Land zu haben. Ja, gleich können wir über den Turm rüber gucken. So. Ja, ich weiß mal wieder, ein schönes, hohes Machwerk von mir. Aus bloßem Cobblestone gebaut. Mist.
Jetzt wäre ich fast noch hier hinter dem fehlenden Stein hergesprungen. Also den werde ich auf jeden Fall so lassen. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass wir das hier richtig schön begradigen. Hier die Ecke, da könnte man noch eine Farm hinstellen. Eigentlich wollte ich ja ursprünglich den Garten bis da hinten rausziehen. Aber war mir dann ja zu viel Arbeit. Der Turm endet dort, wo der andere erst anfängt. Das ist auch irgendwie... Vor allem, wenn man überlegt, wie hoch wir den schon gebaut haben. So, und da ist dann Ende des Turms. Anschließend kommen wir dann nochmal wieder mit Leitern und leitern ihn aus. Und der ganze Cobblestone ist dann schon wieder weg, den wir so mühevoll geerntet hatten. Eine schöne Übersicht auch über unsere Farmlandschaft hier, also... Da hätten wir auch noch ein bisschen Platz. Also von hier kann man alle Farmen überblicken. Die Farmen gehen ja förmlich hier und dann dort hinten weiter. Also wir haben schon einiges auf die Beine gestellt. So, das ist dann auch das Loch, wo später dann die Leiter reinkommt. So, jetzt ziehen wir das hier noch. Obwohl, die Idee ist nicht schlecht, dann sehe es nicht so abgehackt aus. Ah, jetzt ist eh zu spät. Ach ja, angeblich soll es übrigens Fehler bei unserer Pyramide oder vielmehr bei unseren... Sandsteinobjekten geben. Da könnten wir vielleicht ja nachher nochmal vorbeigehen, nachschauen. Wurde mir auf jeden Fall auf iruini.de oder YouTube, ich weiß es nicht mehr, als Kommentar geschrieben. So. Ups, und so. So ein paar, ach so, der Sonnenaufgang, nicht die Fackeln. Ja, aber ein bisschen mehr Sichtweite nach rechts haben wir dadurch. Na, von wegen gefixt. Ich bin heute nur noch nicht so viel gesprungen. So, dann heißt das mal landen. Ah! Boah, hat mich der Sand runtergestoßen. Gut, dass wir das überlebt haben. So, jetzt machen wir noch hier ein Mäuerchen drumherum. Richtig schön alles. Oder wir gehen erstmal ein paar Garstige ernten. Hier die alten Garstigen da, die keiner mag. Die Kartoffeln. Na, der Wassergraben hier ist auch toll. Ja, der Turm, der steht doch da solide rum. Da ist auch einer. So, da ist eine Lücke. Und dann geht es hier weiter. Und irgendwann haben wir dann hier auch unseren Kartoffelgarten voll. Da noch dran. So. So, jetzt brauche ich die Zäune hier. So, damit haben wir anderthalb Stacks.
Viel zu viel. Viel zu viel. Ich hatte jetzt aber auch keinen Überblick mehr, wie viele Mann pro Zaun kriegt. Was man noch machen könnte, das wäre hier nur eine Fackel hin. Etwa, das auf beiden Seiten abschließt.